So, herzlich willkommen wieder zurück hier bei TalkCube auf TradioFam. Und jetzt geht's los. Richtig, jetzt rufen wir Cold Mirror an. Ja. So, lass mal gleich mal anklingeln. Ich hoffe, du hast deine letzte Telefonrechnung bezahlt, Micha. Ich hab sie bezahlt, ja, es klingelt. Ah, es klingelt sogar schon. Ja, das ist Wahnsinn. Hoffentlich ist er auch zu Hause, ne? Richtig. Spannung steigt. Hallo. 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 Hallo, hallo. Hallo, wer ist hallo, da? Hallo, hallo. Cold Mirror hier am Telefon. Wahnsinn. Ja, hi, Kati. Wie geht's dir? Ja, muss ja, ne? Muss ja. Was heißt muss ja? Ja, ich habe ein bisschen PC-Probleme im Moment. Ein Trojaner und so weiter. Und da bin ich jetzt gerade am Kämpfen gegen rum. Oh, ist ganz gut, dass wir per Telefon reden und nicht per Skype oder so. Das stimmt. Dann das hast du ja die Sendung gar nicht verfolgen können, oder? Nein, leider nicht. Also ich kann jetzt auch gar nicht auf meine E-Mails und so weiter zugreifen, weil ich halt Angst habe, dass die irgendwie Passwörter von mir mitschneiden oder was auch immer. Also ich habe alles ausgemacht und so einfach nur noch Virenscan laufen und hoffentlich geht das weg. Ja, doch. Also, da drückt man natürlich mal die Daumen. Ja, auf jeden Fall, wir können dich gut hören, ja. Also okay, Telefon gut. Funktioniert anscheinend. Und ja, Kadi, sag mal, wie kommt man dann eigentlich auf solche verrückte Ideen wie du? Ja, gute Frage, wie kommt man da drauf? Ja. Ja, ich glaube durch blöde Dialoge mit Freunden und so weiter und wenn man selber die ganze Zeit irgendwie sich irgendwie blöd unterhält und so weiter, denkt man, oh, das ist so dumm, das muss ich irgendwie hier in die Synchro einbauen und so weiter. Also ich erzähle immer gerne die Geschichte von meinem Freund, der mal irgendwie Kartoffelecken oder sowas gegessen hat und dann irgendwann meinte, die schmecken saunig wie Pommes. Und dann war es natürlich irgendwie klar, natürlich, das sind auch keine Pommes. Und seitdem ist alles, was nicht Pommes ist, also zudem sagen wir immer, boah, es schmeckt saunig wie Pommes. Und ja, also eben solche blöden Insider-Sprüche irgendwie, die schreibe ich mir alle auf. Und ja, so ein Running Gag. Ja. Genau, irgendwie. Und ja, ich habe tausende von solchen Sprüchen irgendwie in meine kleinen Rhyme-Büchlein reingeschrieben und ich will das natürlich dann immer einbauen. Ist und das versteht dann auch nur die Person, die da an dieser betreffenden Situation dabei war. Drum wahrscheinlich auch die 7 Gehirne, oder? Ja, natürlich. Genau. Der Satz mit den ist saunig wie Pommes, der kommt ja, glaube ich, auch vor in einem dieser Harry Potter Verarschungen, sagen wir jetzt einfach mal. Genau. Richtig, genau. Das sind Parodien, das sind keine Verarschungen. Okay, das sind Parodien, tut mir leid. Ja, Neusynchronisation. Ja. Okay. Neuvertonung. Gab es eigentlich in der Beziehung schon Probleme mit Warner Brothers? Mit denen speziell jetzt nicht so. Also ich glaube, die haben jetzt da, also mein Account wurde ja einmal gesperrt, angeblich aufgrund eines Systemfehlers. Okay. Ja. Und ja, dann habe ich halt so angeschrieben, ja, was ist denn los? Und dann hieß es halt, ja, also Warner Brothers, also, es ist jetzt so ein neues System, was irgendwie automatisch Copyright-Zeug von Warner Brothers löscht. Und da war ich natürlich auch drunter mit meinen Synchronisationen. Es hieß dann ja irgendwie, aus Versehen wurde halt dein ganzer Account gesperrt, jetzt ist er wieder da, aber du solltest das Copyright-Zeug doch löschen und so. Also indirekt wurde mir dann mitgeteilt, ja, ne? Ah, okay. Lass doch mal lieber. Ja genau, man hat ja auch mitbekommen, dass die ganzen Filme jetzt mittlerweile nicht mehr direkt über deinen YouTube-Account zu erreichen sind, sondern über eine externe Seite. Yep. Mit der du wahrscheinlich auch rechtlich gesehen nichts am Hut hast, oder? Hoffen wir doch einfach mal. Nö, also ich, das ist ein Privatserver und ja, ich weiß nicht, wie das weiterläuft. Also von Warner Brothers speziell ist halt nichts gekommen. Es war halt nur von YouTube, weil, glaube ich, jetzt Warner Brothers mit denen auch diverse Verträge gekündigt hat. Auch so Warner Music und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Ich glaube, da haben wir was mitbekommen, ja, genau. Die Videos wurden down genommen irgendwie, weil halt irgendwie Warner Brothers sagt so, oh, wir kriegen nicht mehr genug für Geld von euch und so, wir löschen jetzt mal alles, so, hier kein Vertrag mehr und so. Ja, genau. Aber Hauptsache, mit deinen Synchronisationen geht's weiter und dann Marius hat auf jeden Fall noch ein paar Fragen. Ja, habe ich das? Ja, doch, ich hab's. Natürlich, ja, ich hab hier. Und zwar, Kadi, wie lange machst du das eigentlich schon, synchronisieren, oder wie kommst du eigentlich auf diese Idee? Wolltest du das schon immer machen, oder? Also, da gab's ja mal ein tolles, also die Frage habe ich ja versucht, damals in diesem Interview mit Corinna und Quink zu beantworten, was irgendwo in schlechter Qualität auch auf meinem Kanal drauf ist. Und zwar hat es alles angefangen, als ich mit meiner besten Freundin Corinna zusammen im Wohnzimmer gesessen habe und wir irgendwie Star Trek zusammen geguckt haben. Und ja, dann haben wir einfach irgendwann, weil wir alle Folgen schon auswendig kannten, mal den Ton ausgemacht und einfach so mitgelabert. Und das fanden wir so lustig. Also ich weiß nicht, wir waren 8 Jahre oder sowas damals. Also auf jeden Fall sind wir noch zur Grundschule gegangen und so.
damals haben wir das noch Sprechblasen genannt. Und irgendwie in der Grundschule oder sowas haben wir auch uns gegenseitig immer so kleine Schnipsel in unsere Heftchen geklebt und jeder musste dann eine Sprechblase dazu machen, was die Leute wohl sagen. Und das ja, ist halt so ein kleines Hobby von uns geworden und ist eigentlich immer fortgelebt. Aber ich habe das halt nie wirklich aufgenommen. Das war halt immer nur so, halt so zu Spaß, wenn es wirklich langweilig war. Und irgendwann jetzt so 2006, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich halt wirklich einen vernünftigen PC bekommen und hab auch das Internet entdeckt, unter anderem auf YouTube. Und dann habe ich halt gesehen, okay, da gibt's schon eine neue Synchronisation von Harry Potter. Und zu der Zeit war ich halt ganz doller Harry Potter-Fan, jetzt natürlich auch immer. Und dann dachte ich, ja, es ist irgendwie so jetzt nicht so super lustig. Versuchst du mal selber was zu machen. Und ja, dann bin ich halt auf die Idee gekommen, Harry Potter Synchro zu machen. Und es ist ja komischerweise ganz gut angekommen. Genau, ja, man merkt ja, dass es sehr gut angekommen ist und wie man auch in deinen 36.000 Abonnenten sehen kann und deiner riesigen Cold Mirror Community, die unseren kompletten Stream voll gebombt hat hier auf True Radio FM. Genau. Aber eigentlich wollte ich euch ja anhören, so, aber irgendwie hieß dann irgendwie, der Server ist voll oder so. Genau, es kann sehr gut sein, wie gesagt, also der Server ist heute voll, ja, aber wir nehmen ja alles auf und setzen das Ganze natürlich auch auf YouTube, schicken dir das Ganze und dann kann es auch jeder mitbekommen. Ja, ja, ich denke schon. Hängt natürlich von der Geldleistung ab. Hängt natürlich von der natürlich, ja. Ist alles eine finanzielle Geschichte. Genau. Ja. Wir müssen noch den Vertrag. Das regeln wir dann außer. Das werden wir dann später nach der Sendung. Ja, genau. Ja, genau, ja. ja, es ist ja, ich meine, ich habe natürlich sehr gelacht über deine Videos, lache natürlich immer noch drüber, ja. Aber ich hätte nie gedacht, dass du wirklich Kunstwissenschaft und Philosophie studierst, ja. Ja. Also, das ist schon sehr verwunderlich, nur ein bisschen, finde ich, ja. Jetzt, also, ich war in Kunst immer am besten in der Schule und. Ja? Hab dann irgendwie natürlich gedacht, ja, das ist so das Einzige. Also ich bin halt kreativ-künstlerisch eher veranlagt und dachte halt, okay, das ist das Einzige, was ich wirklich, wo ich was draus machen kann. Und dann habe ich mich an diversen bildenden Künste-Hochschulen beworben, war aber noch nicht so geskillt, dass die gesagt haben, oh, die müssen wir ja unbedingt haben und so weiter. Und hab dann auch zwei Absagen bekommen. Und letzten Endes dachte ich dann, na gut, irgendwas mit Kunst. Ja, hier, was gibt's noch so in Bremen? Ja, Kunstwissenschaft. Okay, nehme ich das. Hab ich einfach eingetragen, bin angenommen worden. Zack, und jetzt studiere ich das. Unglaublich, Wahnsinn. So schnell kann es gehen. Ja, es ist jetzt nicht so mein Allerherzenswunsch gewesen, Kunstwissenschaft zu studieren, sondern ja, es ist einfach das, was da war und es ist was, was mich interessiert und hat und ja, warum nicht? Und in wie vielten Semester bist du? Darauf kann man ja auch noch aufbauen. Ja. Was? In wie vielten Semester bist du? Ich bin jetzt im fünften. Im fünften? Also muss, glaube ich, noch muss noch eins machen und dann mal sehen, wie es weitergeht. Also sechs muss ich insgesamt machen. Ich bin Bachelor. Das sind Wahnsinn. Sechs Monate noch, oder? Ja. Wow. Also bis Oktober, glaube ich. Wahnsinn. Und was machst du dann danach? Hast du da schon eine Vorstellung irgendwie? Ich habe eigentlich noch überhaupt keinen Plan. Ja. Also ich habe überhaupt keinen Zukunftsplan. Ich bin ja überhaupt überrascht, dass es mit YouTube geklappt hat. Sonst wäre ich wahrscheinlich Museumsrumführerin geworden. Wahrscheinlich. Oder sowas. Ja, ja, was sehr also schade gewesen so, wäre. Habe ich auch schon. Ja, natürlich. Also, aber jetzt denke ich mir, ich muss irgendwie darauf aufbauen, dass ich Videos mache und irgendwie die Stimme verstellen kann. Und jetzt, das hat irgendwie alles so über den Haufen geworfen. Jetzt weiß ich nicht, ja, konzentriere ich mich jetzt voll auf dieses Künstlerische oder doch mehr auf dieses witzige, unterhaltsame. Und ich glaube, letzteres ist, würde mich auf jeden Fall weiterbringen und ich glaube auch, das wird würde wahrscheinlich mir auch mehr Spaß machen. Ja, und damit würdest du auch nicht so viele Leute enttäuschen, weil wahrscheinlich dann viele enttäuscht wären, wenn sie nichts Neues mehr von dir hätten. Eine Museumsrundführung mit Cold Mirror. Oder die Dame am McDrive, das ist doch Cold Mirror. Ja, zum Beispiel. Ne? Ja. Ja, mein Traum ist ja immer noch in der Videothek oder so zu arbeiten. Oh ja. Ja, da kannst du eigentlich so, das wäre das Beste, aber ich weiß nicht, ob die mich dann da arbeiten lassen, wenn die wissen, was ich mache mit den Videos. Wahrscheinlich nicht. Okay. Wahrscheinlich. Ja, das ist natürlich läuft natürlich gefährlich. Du hast ja bisher nur Harry Potter Filme eigentlich verarscht oder synchronisiert, ja? Kannst du dir das vorstellen, auch mit einem anderen Film zu machen? Ich sag immer, ich glaube, es ist weniger Herz bei einem anderen Film dabei, weil ich halt wirklich Fan davon bin. Wirklich? Was sein kann, ist, dass ich zum Beispiel, dass ich Lieblingsfilme von mir nehme, irgendwie zum Beispiel Star Trek irgendwas oder so, weil ich die auch schon 10.000 Mal gesehen habe oder ja, halt, es müssen halt immer Filme sein, in denen viel gesprochen wird und in denen auch ernste Themen besprochen werden, weil wenn man zum Beispiel einen witzigen Film nimmt und ihn versucht, irgendwie noch witziger zu machen, das ist irgendwie sinnlos dann, ne? Ich habe ja zum Beispiel auch mal versucht. Man will den Film ja auch nicht so hinzunehmen. Also ich sag mal, ich habe nichts dagegen, aber ich werde erstmal Harry Potter weitermachen und weil ich da sozusagen schon diese Charaktere habe und wenn ich jetzt einen anderen Film nehme, wird es darauf hinauslaufen, dass wieder ein Charakter wie Prestige oder sowas schon wieder vorkommt, weil irgendwann meine Stimmenbandbreite auch ausgereizt ist.